Ja, hallo zusammen. Hier bin ich wieder mal mit einem neuen Video. Diesmal wieder mal über das Eiserne Kreuz. Dieses habe ich bei Helmut Weitz erworben. Jo. Das Besondere daran ist, dass es von zwei verschiedenen Herstellern ist. Der Kern ist ein Wächler und Lange, 100er. Die Nadel ein 65er, Klein und Quenzer. Jo. Ich persönlich glaube daran, dass dieses Stück im Kriege gefertigt wurde. Der Lagerbestand von dem Hersteller zu einem anderen Hersteller verschickt wurde oder und das dann somit zusammengebastelt wurde. Es könnte ja auch sein, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg, nach den Lagerbeständen zufolge, zusammengelötet wurde. Das erkennt man auch an den unsauberen Lötformen. Das Ecker wurde nicht richtig aufgesetzt, zum Beispiel hier. Es wurde wirklich ja nicht richtig aufgesetzt, wie man sieht. Das ist auch eine Theorie, weil es jetzt sehr stark abgenutzt ist und getragen wurde, würde ich sagen, es wurde im Krieg zusammengelötet so. Jo. Auf jeden Fall eine Form, die nicht alltäglich ist. Von dem her würde ich sagen, es ist relativ, es ist selten, weil es ein Eker in dieser Form wahrscheinlich gar nicht ein zweites Mal geben wird oder würde. Jo. Der Rahmen war wahrscheinlich für ein EK2 bestimmt, dieser Rahmen. Das erkennt man hier oben an dem runden Ring, da wurde ja für gewöhnlich bei den EK2s, also bei den Eisernen Kreuzen zweiter Klasse, wurde da der Ring angelötet. Dieses wurde aber eben halt für den EK1 benutzt, dieser Rahmen, wie man sieht. Jo, der Kern ist nicht magnetisch, es ist ein Kupferkern. Ist auch noch selten, gibt es nicht immer. Von dem her würde ich sagen, sehr spätes Kriegsstück muss nicht sein, aber ich denke schon, nach dem Lack zufolge ist es eigentlich ein frühes, aber ich glaube jetzt, weil da die Materialeinsparungen vorgenommen wurde, ist es eher ein spätes, sicher 45er. Jo. Aber das ist halt nur eine Vermutung. Ja, es ist ein zusammengewürfeltes Set, wie ich es schon erwähnt habe. Jo. Es kostete mich für diesen Zustand nach meiner Meinung nach relativ viel. Das heißt, ich habe 180 Euro dafür bezahlt. Aber ich finde es von dem her eben ein historisches Set, weil das halt nicht alltäglich ist. Jo. Das war's wieder mal von mir. Schaltet das nächste Mal wieder ein und tschüssi Leute.